Guten Morgen miteinander. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es vermutlich ein bisschen technisch. Wir holen etwas ganz Spannendes ab für den Jahres, das wir dann auch einbauen werden. Es wird ein dreiteiliges Video geben. Der erste Teil wird ein bisschen technisch sein. Der zweite wird vom Einbau sein. Und der dritte wird dann das effektive Fahren vom Auto sein. Ich will noch nicht zu viel verraten, bleibt dran, es bleibt spannend. Bis später. Ich habe gerade festgestellt, es steht ja sowieso im Titel, was ich mache. Also, ich gehe jetzt ein Öl ins Fahrwerk abholen. Es ist noch ein Prototyp, also noch nichts fertig entwickelt, Öl ins Fahrwerk. Es ist ein Prototyp, den wir dürfen jetzt einmal ausprobieren und benutzen und ein bisschen schauen, was passiert mit dem und dürfen dann auch unser Feedback dazu geben. Das machen wir heute. Bis nachher. Wir sind wieder zurück von Meiringen. Wir sind unser Öl ins Fahrwerk geholt. Da hinten sieht man es bereits schon. Wir reden jetzt ganz kurz über die Technik von dem Ganzen. Ich erkläre kurz ein, zwei Sachen und dann werden wir da einbauen. Fangen wir an mit den Hinterachs. Erstmal herzlichen Dank an Schleppi Racetech, dass sie uns das Fahrwerk zur Verfügung stellen. Wir dürfen das haben für die nächsten paar Wochen, um ein bisschen auszuprobieren, unser Feedback auch geben. Einfach auch zum Schauen, wie das sich auf verschiedenen Pneu und Reifen und Felgen alles verhaltet. Und entsprechend dürfen wir das jetzt die nächsten paar Wochen haben. Was man sieht, ist, zum einen könnte man theoretisch die Höhe hier drüber einstellen. Das machen wir nicht. Wir stellen es hier bei dem über die Teller hier ein. Aktuell ist es eingestellt auf etwa minus 25, minus 30. Da werden wir dann selbstverständlich noch genau vermessen. Was man ebenfalls kann einstellen kann, hier hinten an der Hinterachs, ist über die, über das Rädchen, kann man über Klicks, genau, kann man Dämpfercharakteristiken ein bisschen weit verstellen. Man sieht halt auch, dass es wirklich noch ein Prototyp ist. Man sieht, dass es da beispielsweise noch mit Kabelbinder angemacht ist. Das wird dann selbstverständlich beim fertigen Teil nicht mehr so sein. Hinterachs ist Trend, Dämpfer und Federn. Entsprechend lässt es sich relativ ring und einfach einbauen. Und auch, dass wir es auch gerade schon mit dem ganzen Dom, Lager und allem überkommen, ist das eine relativ kurze Sache, gehe ich davon aus. Zu den Vorderachs. Auch hier haben wir das komplette Federbein bekommen. Bereits auch hier schon mit dem ganzen Domlager und alles. Macht uns natürlich den Ein- und Ausbau wahnsinnig einfach. Die Höhe jetzt bei diesem Prototyp auch wird noch hier drüber, über das Gewind, über die Federhöhe vor eingestellt. Beim fertigen Teil wird es dann mit großer Sicherheit ohne, also unten dran da, dann klemmt, dass man dann eigentlich die ganze Hülse kann verstellen und entsprechend auch die Federvorspannung nicht verändern, wenn man die Höhe verändert. Ebenfalls auch so ein bisschen Halterungen da, wie ich glaube, da ist für die Bremsleitungen, ist nicht ganz fertig, aber auch da eben funktionieren tut es sicher. Wir werden dann sehen, ob man vielleicht noch etwas anpassen muss, aber solange es im Prototypenstatus ist, ist das kein Problem. Ganz wichtig, Sturzverstellung. Sturzverstellung, die meisten kennen da von oben am Dom. Hat der nicht. Also der hat keine Sturzverstellung. Domverstellung. Keine Sturzverstellung oben am Dom, sondern der hat die Sturzverstellung da unten. In diesen Löchern gibt es eine Schraube. Da gibt es von Toyota zum Beispiel gibt's schon fix fertige Schrauben, die verschiedene Durchmesser haben und verschiedene Sturzgrade können eingestellt werden. Wir haben jetzt hier eine von H&R, so eine Exzenterschraube. Die zeige ich nachher noch schnell. Da können wir einfach den stufenlosen Sturz einstellen. Auch hier wieder die Dämpfercharakteristik verstellen, lässt sich hier unten über so ein Drehrädchen. Auch hier müssen wir dann natürlich herausfinden, was für uns am besten passt, was für das Auto am besten passt und was auch auf Pneu natürlich dann am besten passt. Genau. So sieht das Ganze aus. Ich finde es allgemein, gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, für mich wirkt es einfach schon sehr, sehr wertig.
Da ist jetzt eben auch die angesprochene Exzenterschraube. Von Toyota gibt es die gerade schon mit unterschiedlichen Durchmessern. Jetzt hier die von H&R. Sieht man, die hat hier so einen Nacken. Und wenn man den, je nachdem wie dass man den verdrüllt, verdrüllt man natürlich das Federbein oder beziehungsweise den Achsschenkel, der sich dann unten dran ein bisschen raus oder rein bewegt. Und entsprechend stellt sich dann auch der Sturz ein. Der Vorteil von diesem System ist, man kann den Sturz mehr oder weniger stufenlos einstellen, wohingegen da von der Toyota selber dann halt ein relativ fixes System ist, wo dann einfach die verschiedenen Sturzgrade vorgibt, je nachdem, welche Schraube das man nutzt. So viel zu der Technik und so viel für heute. Den Einbau zeigen wir euch dann im nächsten Video. Danke, dass ihr dabei gewesen und bis später.